Hey you guys, willkommen zurück zu Let's Play Ni no Kuni. Ja, ich bin, glaube ich, offscreen oder auch nicht, ich weiß es nicht mehr, bin ich zurückgereist hier nach Katzbükel. Ich habe jetzt noch keine Nebenquests gemacht, da bin ich noch nicht zugekommen. Hatte so ein bisschen was zu tun privat. Aber ich wollte in dieser Aufnahme jetzt auch gar keine Nebenquests reinbringen. Wir machen weiter mit der Hauptquest. Wir hatten in der letzten Folge ja Phils Ehrgeiz wiederhergestellt. Haben somit die letzte Gefühlswallung in unserer komischen Fiole hier. Haben wir freigeschaltet. Haben natürlich jetzt auch wieder ein paar neue Quests gekriegt. Ich glaube unter anderem auch eine Monsterjagd, oder? Nee, keine Monsterjagd, sondern nur diesen normalen Gedöns hier. Da hatten wir welche. Ja, genau, da hatten wir welche. Wie gesagt, da werde ich reingucken nach, weiß ich noch nicht, vielleicht diese Aufnahmesession. Werde dann halt die ganzen Gefühlsklamotten mal eben wegmachen und dann schauen wir mal. So. Da haben wir da auch schon. Fieb, ihr seid es. Hör mal, es tut mir wirklich leid, das Ding, das ich gestohlen habe. Es war wirklich wichtig, oder? Wie? Was für ein verflixter Wandel, Mann. Sieht aus, als wäre diese Maus wirklich der Seelenverwandte deines Kumpels. Die Sache ist die, ich habe es schon verkauft. Ich verkaufe Dinge, die an den Ladenbesitzer hier. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Keine Sorge, Fips. Erklären wir einfach dem Ladenbesitzer, was passiert ist. Ich bin sicher, er wird es verstehen. Es tut mir so leid, Oliver. Ja, nee, ist klar. Ah, ich sehe, ihr seid wieder zurück. Und wir haben einen Dieb-Ding festgemacht. Und, Ding festgemacht. Komm schon, du Winzling, raus mit der Sprache. Dieses Stück Holz, da, das war ich. Ich habe es gestohlen. Du hast es gestohlen? So ein kleines Bürschchen wie du? Er hat es zugegeben, oder? Diese Maus hat es gestohlen. Und dir angedreht, der Schuft. Ich habe nichts von dem Geld ausgegeben. Ich verspreche, ich werde euch alles zurückgeben. Dieser Gegenstand ist von einigem Wert für euch und sein Verlust hat euch viel Ärger bereitet. Ich gebe ihn ungern her, aber ich weiß, wem er gehört. Jawohl, wir erhalten das heilige Holz zurück. Hoffentlich bleibt es diesmal auch so. Dann wäre das ja geregelt. Wir hatten Glück, dass uns der Ladenbesitzer nicht rupfen wollte. Weißt du, Fips, ich kann nicht glauben, dass du dich gestellt und das Geld zurückgegeben hast. Und du willst ein Dieb sein? Ich bin kein Dieb, ehrlich. Ich habe nur einen Moment nicht nachgedacht. Es tut mir wirklich leid. Ich werde alles tun, um es wieder gut zu machen. Das meine ich ernst. Hör mal, es ist okay. Am Ende haben wir es ja wieder bekommen. Oh, fast hätte ich es vergessen. Du hast gesagt, dass dich deine Träume dazu getrieben haben, zu einem Dieb zu werden. Das stimmt. Ich habe große Träume, aber die sind nicht billig. Ich brauche Gulden und zwar eine ganze Menge. Habt ihr jemals von etwas gehört, das man Himmelsfeger nennt? Ist das nicht eine Art fliegender Besen, der mit Magie betrieben wird? Ist das nicht, ist nicht so mein Fall? Also mein Fall sind sie. Seit ich klein war, wollte ich schon immer meinen eigenen Himmelsfeger haben. Ich will den schnellsten, besten Himmelsfeger auf der ganzen Welt bauen. Geht das nur mehr so, erinnert euch hier an jemanden? Ja, natürlich. Eindeutig, sag mal, Philips, etwas zu bauen, das richtig schnell ist. Ist super toll, was? Ha, endlich jemand, der mich versteht. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mir zuzuhören. Jetzt muss ich etwas Geld sparen, auf ehrliche Weise. Viel Glück, Philips. So. Back to the, was wir eigentlich tun wollten. Wir wollten mit die Holz zu Le Smeurebröt. An dieser Stelle muss ich sagen, wenn ich jetzt wirklich in jemanden reinlaufen sollte, der grün leuchtet, werde ich den natürlich mitnehmen, aber ich werde das Gefühl nicht wegbringen. Ich werde quasi also nur einsacken und später dann verteilen. Ich weiß gar nicht mehr, über was wir alles schon diskutiert haben in der letzten Folge. Furchtbar. Das Los eines Let's Players. Oh, ihr habt so Glück. Ne? Kein einziger Dings. Wir könnten mal gucken, ob Horatio vielleicht doch jetzt wieder beim Grabstein rumdümpelt. Möglich ist das. Müssen ja dann immer bestimmte Sachen passieren, damit Charakter XY an der und der Stelle erscheint. Das hatten wir ja schon mal. Horatio hatten wir ja schon mal suchen müssen. Damals bei der Mama von Tröpfchen. Da haben wir uns ja auch noch schwarz geärgert, weil den habe ich erst gesehen und dann war er doch weg. Nope! Ich sag's euch, der hat uns verarscht, die Sau. Egal. So, weiter geht's. Ab zu König Tom. Ich hoffe, Esther hat sich das Scheißholz jetzt nicht nochmal klauen lassen.
Ansonsten wird sie degradiert vom ehemaligen, dann wird sie ein ehemaliger Holzbewacher sein. Ne, so wie es aussieht, haben wir alles dabei, alles klar. So, König Tom, lang ist's her, alte Säge. Möp, 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 möp. Red mit mir. Oh, wir dürfen sogar bis oben hin. Es war nicht immer so. So. Es ist schön, Sie wiederzusehen, Eure Majestät. Dass der nicht durcheinander kommt. Ihr seid zurückgekehrt. Was zum Teufel geht, wie zum Teufel geht es euch? Wir waren mit diesen Halunken beschäftigt. Mausitz, Mio. Mia, wenn wir uns nicht täuschen, bringt ihr uns das heilige Holz von Al-Kuwait. Das stimmt, und wir wollten euch um einen Gefallen bitten, Eure Majestät. Schon gut, liebes Mädchen. Wir wissen genau, wieso ihr hier seid. Die Kulifin hat euch also das heilige Holz überlassen. Wie es scheint, ist die Zeit gekommen, die Macht der drei Königreiche wieder zu vereinen. Nun, lieber Junge, gestattet uns, unsere königliche Pflicht zu tun. Ist klar. Du erhältst die heilige Schnitzerei. Aha. Wow, das war toll. Ihr habt doch bestimmt nichts anderes erwartet, oder? Vielen Dank, Eure Majestät. Es war wirklich dufte, Sie wiederzusehen, aber wir müssen jetzt nach Schweinfurt. Markassin ist also als Nächster dran. Hoffentlich hat er das Handwerk noch nicht verlernt. Wieso brummelst du denn vor dich hin, Sven? Oh, ihr macht euch also auf nach Schweinfurt? Passt auf euch auf, ja? Es ist ein recht schmuddeliger Ort für Wesen von solcher Reinheit. Also bitte, was soll das denn heißen? Wir reisen Le Schweinfurt. Ach, dieser Zauber. Was habe ich ihn geliebt beim privaten Durchspielen? Ladezeiten vor drin. So, wir nehmen natürlich, also hier Glitzer liegen lassen, geht mal gar nicht. Ich habe sowieso meiner Meinung nach schon wieder viel zu wenig gesammelt. Gut, da mag der ein oder andere von euch vielleicht anders drüber denken, aber das ist ja nie ganz so wichtig. Südale. Okay, wir haben hier nichts Grünes ausgezeichnet. Wir haben hier nur eine Quest. Map, map. So, Dalle. Ja, mein Gott. Da macht sie aber auch einer breit in der Gasse, ne? Also ich weiß nicht, von den Städten her muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir, glaube ich, Schweinfurt immer noch am besten. Einfach weil es nicht so mittelalterlich und dorfmäßig aussieht. Finde ich zumindest. Naja. Ja. Ich bin mal gespannt, wie lange wir uns noch beschäftigen können mit dem Game. Ich bin auch völlig uneins, was ich als nächstes durchspielen will. Ich habe mir eigentlich gedacht, ich will was Kurzes. Aber was ist los? Rechnerlich so leer. Ah, der hat keinen Ehrgeiz. Ja, ja, komm. Ja, ja. Wir müssen Ehrgeiz auftreiben, aber nicht hier. Ich weiß gerade gar nicht, was wir noch als Dorf bekommen. Naja. Ist ja wurscht. Wir werden die Gefühle schon finden, weil von diesen Gefühlsquests ist mir keine einzige übrig geblieben im privaten Spielstand. Da ging es nachher nur bei mir nur noch um Alchemie. Und so ein paar andere Quests, die ich dann aufgrund von mangelndem Training oder falschem Team, das kann man sehen, wie man möchte, halt nicht machen konnte. Aber ich denke, das wird uns hier ein bisschen leichter fallen, allein schon, weil wir Earl zweimal haben. Hashtag unnütze Fähigkeit. Habe ich lange nicht mehr gemacht, glaube ich. So, ab geht's zum Smörrebröt. Okay, halbe Folge schon wieder vorbei. Mein Gott. Generell bin ich immer der Meinung, dass viel zu wenig in den Folgen passiert, aber ich kann halt nichts machen, ne? Ich meine, das Springen verlangsamt den jetzt ja auch nicht wirklich, ne? Wir machen schon so schnell, wie wir kommen. Ich komme mir manchmal vor wie die AOK, ne? Wir tun, was wir können. Ab geht's. So, erzähl uns ein. Hallo Markassin, ihr müsst etwas für uns zu Ende schnitzen.
Verflix nur eins, was sind denn das für Manieren? Schon mal das Wort bitte gehört? Ha, euch habe ich gern zu Besuch. Ihr bringt immer etwas Leben in den Alltag. Aber du hast etwas von Schnitzerei gesagt? Ja, eure Majestät. Esther meinte die Fanfare. Genau, ihr müsst uns helfen, sie fertigzustellen, damit wir uns einen Weg durch die Totenmarsch warnen können. Ah, ich verstehe. Nun, ihr seid am richtigen Ort dafür. Nur der Herrscher von Schweinfurt kann die Fanfare vollenden. Aber ich fürchte, es gibt ein kleines Problem. Er besitzt nämlich nicht alle erforderlichen Fähigkeiten. Wie meinen Sie das, Eure Majestät? Um die Fanfare fertigzustellen, braucht man nicht nur magische Macht, sondern auch das Können, die benötigten Löcher zu schnitzen. Ich verfüge zwar über die magischen Kenntnisse, bin aber keine Großhilfe, was die praktischen Aspekte der Prozedur angeht. Ihr wollt damit also sagen, dass ihr zu ungeschickt seid, um die Fanfare fertigzustellen? Das ist keine Frage der Geschicklichkeit, das kann ich euch versichern. Nein, die nötigen Fähigkeiten werden vom Kaiser an seine Erben weitergegeben. Und ihr Vater ist gestorben, bevor er ihnen diesen ganzen Kram beibringen konnte, oder? Dann müssen wir einfach in der Zeit zurückreisen und ihn dazu bringen, es euch zu erzählen. Funktioniert nicht. Himmel, Donner, Wetter, bei dir hört sich das so einfach an. Vergiss nicht, dass man Zeitsprung nur einmal im Leben benutzen kann. Ah, du hast recht, aber was sollen wir denn sonst machen? Vergisst du da nicht wen? Sven, heißt das du wirklich, hat er? Nun, ich kann keine Wunder versprechen, aber Vater hat mir so einiges beigebracht, ja. Ah ja, dein Vater stammt etwa auch aus diesem Reich? Du hast du uns ja nie erzählt. Schön, na gut, ich wollte es ja nur nicht an die große Glocke hängen. Ja, Marcassin ist mein Bruder und mein wahrer Name ist Gascon. So, jetzt ist es raus. Oh, das wussten wir schon, wir waren dort, weißt du? Wieso wolltet ihr mich dann unbedingt dazu bringen, es zuzugeben? Egal, über das Wie und Warum können wir uns später noch unterhalten. Jedenfalls hat mir mein Vater beigebracht, was ich wissen muss. Und das sagst du uns jetzt. Hättest du uns das nicht ein bisschen früher erzählt, hätten wir uns die Reise nach Schweinfurt sparen können, oder nicht? So einfach ist es leider nicht. Was den magischen Teil betrifft, muss ich nämlich passen. Verflixt nur eins, du bist auch zu gar nichts Nütze, oder? Das stimmt nicht ganz. Also weißt du, worauf ich hinaus will. Hat schon seine Vorteile, einen blitzgescheiten großen Weisen als Bruder zu haben. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstehe. Was man alleine nicht zu Wege bringt, kann gelingen, wenn man zusammenarbeitet. Ist dem nicht so, Bruderherz? Ah, jetzt habe ich es kapiert. Ihr wollt sie also gemeinsam bauen. Genau, jetzt gib schon her. Map, map, map. Bist du bereit, Marcassin? Wir müssen uns an die Arbeit machen. Ja, Bruder, ich bin bereit. Irgendwie kriege ich gerade so leichte Ambitionen von Kaiba und so. Wow, that thing sure seems powerful. Yes, and they work so well together. Wow. Du hältst die Fanfare. Sehr nice. Jetzt können wir uns endlich einen Weg zum Shaddersburg bahnen. Danke, Eure Majestät. Und danke, Sven. Oh, mir brauchst du nicht zu danken. Aber wie lange ist es her, seit wir etwas gemeinsam gemacht haben, Marcassin? Erinnerst du dich an den Modellschweinepanzer, den wir zusammen gebastelt haben? Pfui, ein verflixter Schweinepanzer, daran wollte ich jetzt bestimmt nicht erinnert werden. Du hast recht, konzentrieren wir uns lieber auf unsere jetzige Aufgabe. Räumen wir in der Totenmarsch auf. Die Fanfare sieht so schön aus, ich kann es kaum erwarten, sie zu hören. Ich denke, du solltest auch für spielen, Esther. Ja, Olli hat recht, wenn du mich fragst, gibt es keine geeignetere Frau für den Job. Finde ich auch, ich würde es zwar gerne selbst übernehmen, aber ich bin absolut unmusikalisch. Ich werde es tun, ich werde auf der Fanfare spielen und uns einen Weg durch die Totenmarsch bahnen. Schön, Captain Obvious ist wieder da. Ich glaube fest an dich, Esther. Danke, Eure Majestät. Komm, Oliver, wir sollten aufbrechen. In der Tat. Du hast recht, es ist Zeit, zur Totenmarsch zu reisen. Ja, ja. Die magischen Geschichten und so, die Flötenbauer. Vier Brüder. Ich will hier weg. So. Wir reisen einmal vor die Haustür von Schweinfurt. Gott, ich hab's gerade wieder laut auf dem Hörer, ne? Furchtbar. Ich frage mich ja immer noch, wie wir am Anfang, wo wir angefangen haben, ohne Kopfhörer aufnehmen konnten. Das war ja eine Tortur, das Schneiden danach. Also da hat die Folge auch locker mal eben eine Stunde gedauert, um die zu schneiden. War abartig. So, wir machen einen auf Tengri Tengri. Monsterfang brauchen wir eh nicht. Gut trainiert sind wir, denke ich, zumindest auch. Hui! So, hier ist die Totenmarsch. Möchte landen. Oh, hier regnet's. Sauber.
Ja. Ach, ist das herrlich, wenn das Spiel einen verarscht und man nicht weiß, wo man hin soll. Nein, okay. Wo führt denn dir der Weg hier hin? Oh, da ist eine Höhle, das heißt, wir müssen nach Perdida. Ausgezeichnet. Ja, super, ich hasse dich, Drache, ohne Scheiß. Immer diese mikroskopisch kleinen Landezonen. So, weil wir gerade schon mal hier sind, gucken wir mal eben schnell nach einem Toko. Einem Toko-Toko, Verzeihung. Ich kann zaubern. Sind gleich zwei. Okay, das gibt jede Menge Erfahrung. Geh mal rein. Wir machen mal eben hier einmal. Eben einmal aufräumen hier ganz fix. Bam, 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 bam. So, die Tokos sind hin. Der alles andere auch sauber. Ja, das war leicht, wie üblich. So, jetzt seht ihr das auch mal mit den horrenderen Erfahrungssummen. Mal eben 20.000. Okay. Gut, gibt natürlich nicht viel Geld, aber 20.000. Ja, ja, das ist klar. Ein Level up. Ja, von 26 auf 33. Kleiner Sprung. Ja, ja, Zapfenstreich. Zapfenstreich. Was, Stein an der Starre? Ja, ah, nee, das hier, das kann weg. So. Earl of 18. Der direkt auf 13 und bereit zur Evolution. 63, okay. Juhu, 51, neues Trickpferd. 47. So sieht das dann jedes Mal aus, nachdem er sowas gemacht hat. Also ist dann schon recht interessant, wenn man das halt so macht. Und deswegen bietet sich dieser Ort hier auch sehr toll an zum Trainieren. Also 10.000 bekommt ihr dann immer, wenn ihr eins seht. Und wenn ihr zwei habt, halt 20. Ist schon recht nice, ne? Söderle. Ah, Dings haben wir voll. Grüne. Ach, guck, siehst du, einen Grün haben wir hier. Den nehmen wir natürlich mal eben fix mit. Und was Etty hier vorne angeht. Nee, oder? Achso, hier. Ein Lapperhirte. Ah, ja, okay, dem fehlt auch wieder der Ehrgeiz. Ja, ja, dem fehlt der Ehrgeiz, wie allen anderen auch. So, dann wissen wir auf jeden Fall schon mal, dass wir zweimal Ehrgeiz brauchen, was natürlich scheiße ist, weil wir können ja nur immer noch einmal mitnehmen. Und hier irgendwo war eine grüne Wicht, dem wir mal eben ein bisschen Ehrgeiz abzapfen konnten. Ah, mehr Übung, bla bla, ja, ja, okay, ja, die hat Ehrgeiz, komm, gib her die Suppe. Ja. So, Herz empfangen, das machen wir eben fix noch. Folge ist sowieso fast vorbei und allzu viel können wir eh nicht mehr machen. Wobei, wir bringen mal eben schnell den Ehrgeiz weg, weil eigentlich möchte ich jetzt in dieser Folge nicht mehr noch mit der Königin reden, weil das bedeutet nämlich wieder überziehen. Ich habe jetzt oft genug überzogen, wird auch mal Zeit, dass wir so eine Folge relativ pünktlich abschließen und da geht ja nicht so weiter, dass ihr andauernd hier extra Minuten bekommt. Ich glaube, durch die ganzen Überziehungen habe ich mindestens schon 3 Folgen mehr rausgehauen, als eigentlich da steht. Ja, ja, Ehrgeiz hier, Herz schenken, gib ihm, Alter. Immerhin, oder leider ist es jetzt so, ja, das kann man jetzt sehen, wie man will. Also man merkt, dass sich das jetzt hier mit diesen Gefühlen schenken jetzt dem Ende zuneigt. Weil man sieht jetzt ja schon, also dem hat der Ehrgeiz gefehlt, dem anderen auch. Und naja, also man merkt schon, jetzt geht man nur noch einmal Ehrgeiz rumreichen und dann hat sich das für das Spiel. So, wir gehen mal eben schnell auch nochmal zum Monster Express. Ich will nämlich gucken, ob wir wieder genug, oder beziehungsweise was wir noch alles wiederholen können. Monsterjagden etc. Eventuell haben wir da ja auch wieder ein bisschen was Neues. So. Monsterjagden haben wir nicht neu. Ja, natürlich nicht. Wir haben 4 Karten, könnten jetzt natürlich Bewegungstherapie holen. Aber, wie gesagt, ist... für mich unnötig aus meiner Sicht, weil ihr habt das gesehen, mit Earl verliert man jetzt nicht allzu viel Gesundheit und innerhalb der Tricks, innerhalb der Kämpfe nützt einem das nichts. Da würde ich schon jetzt auf 5 zusammensparen, die wir ja auch fast haben. Halt für billigere Tricks und für fette Beute.
Und ja, alles andere bringt halt jetzt nicht wirklich was, finde ich zumindest. Aha, so hier steht da Fortschritt. Ja, der Händlerin wird wahrscheinlich auch Ehrgeiz fehlen, weil denen hat ja quasi jede Gefühlsrichtung gefehlt. Ja, dem wird auch der Ehrgeiz fehlen, also viermal Ehrgeiz. So, und die wollte Musikerin werden. Also wir haben jetzt hier nur noch Ehrgeizklamotten plus die Kältekreaturen, aber da brauchen wir ja noch einen Riesensterntropfen für. Also weiß ich schon mal, dass ich nach dieser Aufnahmesession sehr, sehr viel hin und her reisen werde, um die Gefühle mal eben zu haken. Ja, dann sage ich jetzt an dieser Stelle zu euch, see you guys, und schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Let's Play Ni no Kuni. Bis denn, tüdelü. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter, und für alles andere sind die Kommentare below.